just black and white. Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück zu einer neuen Folge mit den Black Panthers. Und heute geht es dann direkt in das Spiel rein, gleich gegen Dortmund. Aber erstmal bedanke ich mich wieder für die letzte Folge. Da habt ihr wieder sehr gut abgerissen mit den Daumen nach oben. Ich nehme die Folge ein bisschen sehr kurz danach auf. Also kann natürlich noch einiges passieren, aber trotz alledem erstmal danke dafür, dass ihr schon wieder sehr den Leitbacken kaputt gehauen habt. Und schon die Aufrufzahlen sind auch super. Dann viel habt ihr nicht gesagt. Ihr habt ja unter die Kommentare in den Kommentaren geschrieben, dass die Mannschaft super aussieht und dass ja ein Punkt war, wenn Andrade die zum Stürmer trainiert ist, dass ich den dann vorne reinstellen soll für kühnen Sturm. Das würde auf jeden Fall das Spielteam verbessern. Auf jeden Fall, das war auch meine Idee gewesen, dass der dann da vorne steht. Kühn, wie gesagt, ist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber immer noch ein solider Stürmer. Andrade wird auf jeden Fall auf seine Spielzeit kommen. Und was ich auch noch gelesen habe in den Kommentaren, da gehen wir kurz nämlich mal in die Teamzentrale. Wir haben ja ein paar Verträge, die auslaufen. Das habt ihr auch gesehen. Da seid ihr euch einig, dass man die auslaufen lassen kann, weil das Spieler sind, die nicht mehr viel bei uns spielen. Bei Benedikt Dea bin ich noch so ein bisschen geneigt zu sagen, weiß ich nicht. Bei den anderen beiden würde ich es auf jeden Fall verstehen. Ihr seht hier zum Beispiel dieser Noah Falke, den haben wir jetzt schon seit 2 Jahren ausgeliehen. Der kommt, glaube ich, im Winter wieder, meines Wissens. Der hat sich jetzt nicht wirklich super gut verbessert. Hab eigentlich gedacht, vielleicht ist das so ein Torwarttalent, aber nee, bisher ist da noch nicht viel rausgekommen. Und Köhler, ganz ehrlich, der spielt sowieso nicht. Und da können wir uns dann auch einfach einen Rechtsverteidiger, beziehungsweise in der neuen Saison den Rechtsverteidiger holen, weil viel Geld ist ja nicht mehr übrig. Und damit halt die Verträge verlängern von den anderen Spielern, die ja noch übrig sind. Gut, jetzt habe ich genug gelabert und jetzt geht's rein in das erste Spiel gegen Dortmund. Und natürlich wird gegen den BVB auch selber gezockt. Lohnt sich ja, 4. Spieltag. Dortmund ist nur 12. in der Tabelle. Wir stehen über denen, aber trotz alledem sind wir natürlich der glasklare Underdog wieder. Logischerweise, das sind wir eigentlich in jedem Spiel, glaube ich, in der Bundesliga. Aber gegen den BVB, das ist einfach ein Traditionsverein. Und gegen die spielen wir natürlich auch selber. Haben hier immer noch Haaland, wie man sieht. So, und dann sehen wir mal, was Dortmund zu bieten hat. Hitz, Guerrero, okay, Dahoud, Bellingham, die spielen hier noch Reina auf der 10, Correa und Haaland. Also Dortmund hat nicht nur Haaland, also das ist eigentlich schon eine sehr starke Mannschaft. Auch wenn ich auf der Bank gucke, Can, Daka, Schulz, Arthur, nicht schlecht. Wir gehen halt wie immer rein mit unserem Rekordtransfer hinzu. Ja, also es wird schon ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Dortmund, keine Ahnung, was die gemacht haben. Correa hat auch, glaube ich, 3 Treffer schon gemacht nach 3 Spieltagen. Also ist jetzt auch nicht so schlecht. Also bin sehr gespannt, wie die spielen werden. Ich hoffe auf jeden Fall nicht so defensiv wie Gladbach. Und dann geht's rein im Signal Iduna Park gegen den BVB. Oh, Dortmund spielt da schnell und schnörkellos und Trapp muss zum ersten Mal ran. Ganz starke Parade von Kevin Trapp hier nochmal in der Wiederholung. Der Reklamierarm, man kennt ihn. Aber dann holt er den super raus. Okafor auf Guendouzi. Schade. Gute Möglichkeit jetzt auch mal für uns. Gut gespielt, sehr stark gespielt. Das ist Guendouzi. Und das ist die Führung. 1:0 durch Matteo Guendouzi. Ja, das ist klasse gespielt, dann setzt den Kühn klasse durch und dann, ja, Guendouzi hat einen sehr guten Abschluss, auch als Sechser normalerweise, ganz starker Schuss. Dann führen wir hier,
Ja, das geht sehr über die Konter, aber die Führung nehme ich auf jeden Fall mit, sagen wir es ganz ehrlich. Burkhardt läuft sich da in Szene. Guter Laufweg von Johnny Burkhardt. Burkhardt hat den Blick für Kühn. 2 zu 0. Ganz, ganz schnelles Umschaltspiel von uns. Und dann steht 2 zu 0, weil Dortmund mega offen ist. Mal sehen, wie viel Platz da ist einfach hinten. Und dann ist es eine super Flanke. Ja, und ja, Hitz macht Hitz-Sachen halt. Könnte wieder ein Konter geben. Könnte wieder ein Konter geben. Guendouzi, wieder viel Platz. Guendouzi, Guendouzi, Guendouzi. Am Tor vorbei. Da ist Platz da. Diesmal für Noah Okafor. Noah Okafor für Cardoza. 3 zu 0. Was ist denn bitte mit Dortmund los? Also die sind. Die pressen so früh und vernachlässigen komplett ihre Abwehrarbeit. So wird man natürlich dann auch, hat man, so verstehe ich das auch, warum die auf Platz 12 stehen, wenn die so verteidigen. Nächster Pass und Hits diesmal. Übrigens aufgefallen, Cardoza hat eine Nummer, während wir diesen Schuss sehen. Cardoza hat jetzt endlich eine Rückennummer. Es hat bis in Mitte Januar gedauert, aber er hat jetzt eine Rücknummer. Ich bin stolz auf EA. Mann, Mann, Mann. Wieder mega viel Platz. Und vor allem oben ist das Burkhardt. Oh mein Gott. Hitz hält den. So. Jetzt sind wir in der Halbzeit. Ihr seht die Statistik. Also brauche ich da viel zu erzählen? Ja, eigentlich nicht. Wir sind klar besser, wir haben mehr Chancen, wir haben mehr vom Spiel. Dortmund hatte diese Riesenchance in der Anfangsphase, den Trapp, wo Trapp sehr gut gehalten hat. Aber sonst ist es so löchrig, was Dortmund da hinten veranstaltet. Also wirklich, da brauchst du, es ist ein Steilpass und man ist da komplett durch, weil sie halt sau früh pressen. Wirklich. Ja, so viel ist nicht. Also ich sag mal so, wenn ich noch ein Tor mache, dann werden wir das den Rest simulieren. Sage ich ganz ehrlich, weil das lohnt am Ende auch nicht mehr. Wenn ich die jetzt komplett auseinandernehme. Aber ja, mich wundert es wirklich nicht mehr, dass Dortmund auf Platz 12 steht. Denn die verteidigen nicht wirklich wie ein Meisterkandidat. Okafor, Burkhardt Hit. Guendouzis Ecke. Über Umwege zu Okafor, glaube ich, war das. Hat da schon Schnelligkeitsvorteile. Mit der Flanke Kühn 4 zu 0. Also Dortmund verteidigt wie ein Viertligist. Das ist unfassbar, wie frei man da zum Abschluss kommt. Hier, das wir gucken uns nochmal an und dann wird hier schnell simuliert. Es ist, also wie frei kannst du denn da stehen lassen? Und Kühn ist wirklich nicht der Allerschnellste, aber das ist schon sehr, sehr einfach. Hitz keine Chance. Noch mal angeguckt und wir 4 zu 0. Nee, warte, hier zum Endergebnis. 4 zu 0 bleibt auch dabei. Wir wechseln auch gar nicht mehr aus. Cool. Ja. Unfassbar. Das war ja eine sehr, sehr guter Auftritt, aber auch ein unfassbar schlechter Auftritt von Dortmund. Das kann man anders nicht sagen. Das nächste Spiel ist gegen Leverkusen. Die sind nur Elfter. Okay, wir gucken uns mal kurz die Mannschaft an. Eigentlich auch schon eine schlechte Mannschaft. Gut, wir gehen mal in die Schnellsimulation. Und wir verlieren 1 zu 0. War mir fast klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, 1 zu 0 gegen Leverkusen zu verlieren, ist keine Schande. Wir haben drei Pickpoints. Wir haben schon genug Pickpoints gesammelt. Echt wirklich. Ist nicht schlecht, also ja, 9 Punkte nach 5 Spieltagen waren ist ein super Start bis hierhin. Das nächste Spiel ist gegen den FSV Mainz 05. Ein Punkt wäre gut. Ein Sieg, den nehme ich auch. Okafor und Kühn mit den Toren 2 zu 1. Das ist doch ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Also wirklich Hoffenheim. Immer noch Tabellenführer. Also,
Wir haben auch einen sehr, sehr starken Saison. Ich habe 15 Punkte nach 6 Spielen. Das ist schon sehr, sehr stark. Das nächste Spiel ist gegen den Tabellen 17. gegen Bremen. Das wird auch schnell simuliert. Es ist ein Gegner auf jeden Fall, den wir auch besiegen. 2:1. Burkhardt trifft doppelt. Das läuft doch super bis hierhin. Und wie gesagt, die Tabelle kann sich aussehen lassen. 15 Punkte. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass unsere Mannschaft so überperformt. Aber wie gesagt, es läuft im Moment in die richtige Richtung. Und das freut mich doch sehr. Jetzt ist der Gegner Arminia Bielefeld auch, kann man schon sagen, direkter Konkurrent, wenn es um um den Klassenerhalt geht. Wir spielen unentschieden. Andrade macht das 1:0, doch Truffert kontert uns nochmal. Spielt 1:1 kann ich auf jeden Fall mit leben, ist keine Niederlage. Und darum können wir da auch relativ zu früh gehen. Jetzt haben wir ein Leihangebot drinne und nach Stillstand mal wieder. Übrigens hier, also ich habe ein Angebot für Lukas Lehmann bekommen und halt für Jäger. Es wird ja alles delegiert halt in der Sache. Mal gucken. Bei Böhm delegieren wir das auch. Und mal 2 Jahre draus. Und mal gucken, ob es durchgeht bei ihm, dass er wenigstens ein bisschen Spielpraxis bekommt. Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Ja, auch würde ich auch so sagen, ein relativer Mittelfeldgegner normalerweise. Und darum gewinnen wir da auch 2:0. Einfach Ridwan Yilmaz und Johnny Burkhardt mit den beiden Toren. Das läuft richtig gut bis hierhin. Bisher nur eine einzige Niederlage und die war gegen Union Berlin. Also das ist sehr gut. Und ihr seht ja, das ist jetzt das nächste Spiel ist gegen den TSV Havelse im Pokal in der zweiten Runde. Und da sehen wir uns gleich. Denn Pokalspiele sind ja immer was Besonderes und darum wird natürlich dieses Pokalspiel auch selber gezockt gegen den TSV Havelse. Ja, letztes Mal Pokal waren wir nicht so erfolgreich. Da war gegen Fürth direkt Schluss. Jetzt sind wir im Bundesligist und starten erst ab Runde 2 und kriegen hier einen schönen Drittligisten ab. Und sind natürlich in dem Fall der klare Favorit. Und das sollten wir am besten auch ausnutzen heute. Darum wird auch nicht geschont. Also es spielt die Top 11. Wir werden natürlich gucken, weil wir das nächste Spiel gegen Leipzig haben in der Bundesliga, werden wir natürlich gucken, dass wir den einen oder anderen vielleicht mal auswechseln dann. Weil es sind eben nicht alle fit. Aber wir spielen mit der Top-Aufstellung. Und so geht der TSV Havelse rein. Und Tobias Stiel spielt. Den kenne ich noch aus meiner aktiven Zeit. Absolute Legende, der Mann hat es geschafft, er ist in FIFA drinne und spielt gegen meinen Verein jetzt. Ich hoffe, er hält nicht zu viel, weil Tobi war ein oder ist, glaube ich, immer noch ein sehr guter Keeper. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir als Favorit überzeugen können. Das hoffe ich und jetzt geht's rein von links nach rechts. Das ist die erste Möglichkeit, da ist Cardoso und da ist Stiel. Mensch! Tobi, den kannst du auch mal reingehen lassen. Und du siehst mit der Ecke, Burkhardt, nochmal Stiel, nochmal Burkhardt, nochmal. Eieiei. Möglichkeit, diesen Fehler auszunutzen. Hey, Tobi, lass den Ball doch mal rein. Was ist los mit dir? Musst du jetzt nicht die ganzen Bälle halten? Burkhardt. Burkhardt. Und er geht knapp am Pfosten vorbei. Eieiei. Burkhardt. Cardoso kriegt den zweiten und wieder Tobi. Das gibt es nicht. Ja, er ist nicht gut platziert, aber trotzdem, was eine Parade. Der spielt sein. Das ist ungefähr sein erstes Pokalspiel und spielt es aber mal so genial. Ecke jetzt. Nihan zu.
glaube, die Statistik ist eindeutig. Ich meine, guckt euch die erwarteten Tore an, guckt euch die Schüsse an. Aber was zählt, ist das Ergebnis da oben und da steht eine 0 bei uns und da steht eine 0 bei Havelse. Also, ja, es ist ein 0 zu 0. Also, braucht man gar nicht so lange rumregen. Tobi hält den im Moment aber mal sowas von dieses 0-0 fest. Und desto länger es halt natürlich dauert, desto platter werden unsere Spieler. Und da habe ich so ein bisschen Angst, dass Havelse dann so ein bisschen am Ende der Partie so ein bisschen Vorteile hat. Aber wollen wir den Teufel noch nicht an die Wand malen? Wir gehen erst so mit derselben Aufstellung rein und auf jeden Fall demnächst wird dann gewechselt. Super Ballverlust erstmal am Anfang. Kühn jetzt mal. Oh meine Fresse. Wir lassen zu viel liegen, auch hier wieder. Eigentlich ist es ein guter Winkel zum Tor, aber trotzdem geht der Ball einfach nicht rein. Das guter Ball. Gut gespielt. Burkhardt, Erlösung in der 52. Minute. Durch Johnny Burkhardt. Eieiei. Ja, das ist ein klasse Ball von Kühn und dann macht den Burkhardt ganz, ganz stark rein, wenn wir es dann endlich sehen, wenn die Kamera einmal rum ist hier. Ganz, ganz wichtig. Kühn wird auf die Reise geschickt. Kühn, Kühn und wieder Tobi! Schreibt's bitte mal unten in die Kommentare, wenn ich Tobi verpflichten soll. Bitte. Wirklich. Also, der Mann rettet hier gerade den TSV Havelse, aber mal sowas von. Jemals mit der Flanke. Und das ist das 2 zu 0. Wie geht der denn rein? Jonathan! Heißt der Jonathan? Egal, Johnny Burkhardt, so wird's richtig sein. Ist mir jetzt egal. Ich weiß jetzt nicht, was da auch passiert. Also die Flanke ist auf jeden Fall mal Sahne von jemals. Und dann setzt sich Burkhardt da durch. Ja, sieht Tobi jetzt nicht wirklich gut aus. Aber dafür hat er den auch schon 300-prozentige rausgeholt oder so. Oder mehr. Ja, keine Ahnung, das ist ja. Auf jeden Fall das 2 zu 0 und Burkhardt geht jetzt auch raus. Jäger, Andrade und Tekia kommen rein. Dafür gehen halt Cardosa, Kühn und Burkhardt raus. Andrade. Andrade. Verewigt er sich gleich! Natürlich macht er das! 3 zu 0! Andrade! Mach den Deckel drauf. Also, das ging ja auch mal. Schneller Ball gewinnen und dann Andrade. Ja. Der nagelt den aber auch da drunter. Also, was ein Abschluss. Ey, so schnell kriegst du deine Arme auch nicht hoch. Guter Ball. Klasse durchgesteckt. Jäger 4 zu 0. Die Joker machen's. Ja, klasse Pass. Und damit war es das 4 zu 0. Schlagen wir den TSV Havelse. In der zweiten Halbzeit haben wir dann doch unsere Chancen genutzt und Tobi besiegt. Ja, Pflichtsieg abgehakt. Nächstes Spiel soll folgen. Zwei Tore von Burkhardt. Aber er sieht auch 8 Versuche hat der Mann dafür gebraucht. Aber am Ende ist es egal, das Ergebnis zählt. So, und damit stehen wir zum allerersten Mal unserer Geschichte in der nächsten Runde im Pokal. Das ist doch auch mal was. Und das nächste Spiel ist gegen Leipzig. Davor leihen wir aber noch Theodor Böhm aus. Kriegen noch ein bisschen Turnierpreisgeld und dann gehen wir rein gegen Leipzig. Die Mannschaft ist wahrscheinlich nicht komplett fit, aber wir spielen das jetzt mal nicht. Wir verlieren 3 zu 1. War eigentlich erwartbar, aber gut.
Man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Und gegen Leipzig ist so ein Gegner, gegen den man kann man auch mal verlieren. Das ist jetzt nicht so schlimm. Jetzt geht es gegen die alte Dame aus der Hauptstadt, gegen die Hertha. Ja, sieht was bei denen aus. Eine ganz komische Ausstellung haben die da. Aber die haben Jonathan David. Gehe ich jetzt mal von aus, das ist der. An sich auch eine gute Abwehr. Ah, mal gucken, wie das am Ende ausgeht. Wir verlieren 2 zu 1. Serdar und Jonathan David treffen. Kühn bei uns auf der Seite. Also ja, so langsam kann man sagen, wir verlieren den Anschluss nach oben. Spieler ist gesperrt. Cardoza, ein Spiel Sperre. Okay, das wirft uns natürlich auch ein bisschen zurück. Aber gut, 19 Punkte immer noch nach 11 Spieltagen ist immer noch ein sehr, sehr guter Schnitt. So, jetzt geht's gegen den SC Freiburg. In echt sind die richtig gut drauf. Haben ja gestern Hoffenheim rausgeschmissen aus dem Pokal. Stehen auch in der Liga sehr gut da. Ihr seht es schon, Andrade spielt jetzt vorne. Der ist noch nicht umgewandelt zum Stürmer. Es hat aber schon eine 73, er ist schon drei Gesamtstärken besser als Kühn. Darum spielt er jetzt mal von Anfang an. Tegia auf links, weil Cardoza ja rot gesperrt ist. Und wir gewinnen 2-1. Burkhardt, und es gibt mir recht, Andrade hat getroffen. Ist das Cengiz Ünder bei Freiburg? Das wäre natürlich ein richtig krasser Transfer für Freiburg, wenn die Ünder hätten. Und wir gewinnen. Sechster Platz sind wir jetzt wieder, also wirklich die Mannschaft überperformt gerade wirklich sehr, sehr gut. Und solche Spiele spielt man auf jeden Fall gerne, denn das nächste Spiel ist gegen Rekordmeister, gegen den FC Bayern München, 13. Spieltag zu Hause. Auf solche Spiele haben die Fans gewartet und so ein Spiel will man natürlich zocken gegen den einzigen Trippelsieger aus Deutschland. Und natürlich Ausstellung wie gehabt, Nianzou gegen seinen alten Ex-Verein und Andrade diesmal vorne natürlich. Also es ist jetzt das, was wir eingestellt haben. Kühn erstmal natürlich auf der Bank, Andrade vorne mit Burkhardt. Die Bayern gehen so rein. Neuer, Hermoso, die Abwehr ist jetzt nicht ganz so krass, aber hier guckt euch das an. Greenwood, Osimhen vorne, ja, kein Lewandowski mehr beim Bayern. Davis haben sie noch auf der Bank. Ja, also die Bayern haben sich prinzipiell, sagen wir mal, verschlechtert, aber ich glaube, trotz alledem ist das noch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und das wird mega schwer, gegen die zu bestehen. Die Bayern pressen uns halt schon sehr tief hinten rein. Ja, das müssen da machen. Was ein Schuss. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Munoz mit der Führung für die Bayern. Hier, ganz nichts machen. Du stehst ja schon mit allen da hinten drin und dann geht der Ball da durch und dann, ja, ist da eine Lücke. Den Zirkelt der da hinten rein. Erstes Tor für ihn in der Bundesliga überhaupt. Cardoza und Okafor und der Ausgleich. So ein bisschen aus dem Nix, muss man ganz ehrlich sagen. Bis dahin kam gar nichts von uns, aber hier Cardoza kriegt den Platz mal und dann super von Okafor zwischen Tor und Gegner gebracht und dann klasse Abschluss vom Schweizer. Halbzeit im Pantherstorm, also ja, unentschieden ist gerechtfertigt, kann man ganz ehrlich sagen. Wenn man jetzt die erwarteten Tore sieht, da liegen wir vorne, Schüsse sind ausgeglichen. Es ist sehr viel Mittelfeldgeplänkel von beiden Seiten, aber die Bayern machen das aber auch sehr stark. Also das ist so schwierig, denen den Ball abzunehmen. Wirklich, es ist unfassbar. Also die sind schon sehr, sehr Ballbesitz. Affin. Gut gespielt. Gut gespielt. Sehr gut gespielt. Andrade Neuer. Und in solche Situationen müssen wir uns bringen, dass wir die Bayern auskontern können. Es wird gewechselt. Tegia und Kühn kommen für Andrade und Cardoza. Bayern wechseln auch einmal.
Und Trapp, wichtig. 1-1 gegen die Bayern. Also die Abwehr dafür, dass die wirklich nur Hermoso haben. Wirklich, also nur Hermoso haben. Digga, war die Abwehr so schwierig zu bespielen. Ja, also, was ich sagen wollte, ja, also die Bayern hatten wirklich eine ganz, ganz starke Defense, obwohl ich da wirklich gefühlt nur Hermoso kannte und diesen Stanicic oder wie er ausgesprochen wird. Aber das sind ja jetzt auch nicht keine Weltspieler an sich, aber wirklich, du kamst da nicht durch. Dieser Richards da auf der einen Seite und dieser Stanicic auf der anderen, Digga, du bist da wirklich nicht durchgekommen, außer mit Kontern. Und wirklich, die hatten eine Passquote von 93%. Also wirklich, die haben fast jeden Pass an den Mann gebracht. Das war wirklich, wirklich glücklich, dass da irgendwie nicht mehr passiert ist. Also die Bayern wirklich eine ganz, ganz starke Mannschaft. Jetzt soll ich eigentlich nochmal auf die Tabelle gucken. So, gegen Leverkusen spielen wir jetzt im Pokal dann. Fünfter Platz, trotz alledem. Also wirklich, wie gesagt, wir sind weit, weit weg. 13 Punkte vom Relegationsplatz. Das ist sehr, sehr gut und da kann man nichts sagen. So, gegen Leverkusen spielen wir jetzt natürlich nicht mehr, weil 3 Spiele haben wir selber gemacht heute. Darum spielen wir da heute nicht mehr. Erst in der nächsten Episode wieder. Darum bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und tschüss.